Vectorer ist ein Online-Tool, mit dem du gratis und auch ohne Account Vektoren gestalten kannst. Es lohnt sich zwar, einen Account zu machen, wenn du regelmäßig damit arbeitest, damit eben deine Dateien mit deinem Account gespeichert werden. Du kannst die Datei aber jederzeit auch herunterladen, beim nächsten Mal wieder hochladen und weiter bearbeiten. Ich tippe hier auf Use Online. Beim ersten Mal wirst du auf den Datenschutz aufmerksam gemacht. Ich stimme hier zu. Und du siehst, die Oberfläche ist recht einfach. Damit es gratis ist, finanzieren sie ihren Dienst mit Werbung. Das muss man halt ein bisschen in Kauf nehmen. Und du wirst immer wieder aufgefordert, dich anzumelden. Sie möchten natürlich, dass du einen Account hast. Ich klicke das weg. Du siehst, die Oberfläche ist recht einfach. Du hast auf der linken Seite die wichtigsten Werkzeuge, die ich dann im Einzelnen noch erläutern werde. Und du hast hier oben rechts die wichtigsten Befehle, zum Beispiel wie das Rasterwerkzeug, mit dem du eben die Formen auch an diesen Hilfslinien ausrichten kannst. Auf die weiteren Befehle werde ich dann auch später noch eingehen. Und es hat mir jetzt automatisch mal ein quadratisches Bild gemacht. Je nachdem macht es gerade Sinn. Ich möchte jetzt aber die Seiteneinstellungen noch ändern. Das machst du hier bei diesem Blattsymbol. Und da kannst du entweder die Pixelzahl händisch anpassen oder mit Custom Size auf eine übliche Vorlage gehen. Ich wähle mal A4. Und eben, wenn du das jetzt querformatig haben möchtest, dann könntest du halt das noch vertauschen. Und ich habe hier als Maßeinheit, weil ich jetzt ein Druckformat gewählt habe, Millimeter, das macht in diesem Fall sicher Sinn. Ja, und dann zeichne ich mal etwas. Am einfachsten sind sicher diese geometrischen Grundformen. Du siehst, hier hat es unglaublich viele. Ich nehme mal ein Rechteck und ziehe da so ein Rechteck auf. Und das ist auch schon eingefärbt. Du kannst da die Farbe der Füllung noch ändern, indem du draufklickst und das vielleicht noch etwas heller machst oder so. Du könntest die Transparenz wählen, also wieder so halbdurchsichtig. Geh mal auf 50%. In diesem Fall möchte ich nun auch, dass es einen Rahmen hat. Du siehst, hier hat es noch keinen Haken. Wenn ich hier das aktiviere, so kann ich die Farbe für den Rahmen, das soll jetzt vielleicht ein etwas dunkleres Blau sein, vielleicht etwa so. Und die Dicke passe ich manuell an. Du könntest einen Schatten werfen lassen. Der soll aber ein bisschen weich sein. Und du kannst ganz generell die Durchsichtigkeit deines Objekts noch anpassen. Siehst, du hast also recht viele gestalterische Möglichkeiten, die recht intuitiv zu bedienen sind. Manchmal ist es wichtig, dass ein Objekt genau eine bestimmte Größe hat. In diesem Fall möchte ich, dass es genau 5 Zentimeter groß ist, also gebe ich das ein, 50 Millimeter also, und du siehst, in der Höhe wurde es auch gleich angepasst, weil hier ein Schloss dazwischen ist. Wenn ich ein Rechteck machen möchte, mache ich dieses Schloss auf und wähle hier zum Beispiel 60 und dann gibt es ein Rechteck. Und natürlich kannst du auch an diesen Anfassern dann ganz stufenlos die Größe verstellen. Ebenso kannst du die Position genau bestimmen. Also zum Beispiel hier soll es ganz am Rand sein, bei 0 und bei 0. Und jetzt ist es oben links in der Ecke, so wie normalerweise ein Blatt auch in einer Textverarbeitung gefüllt wird. Ich gehe nochmals etwas zurück.
Ebenso kannst du es rotieren lassen. Wenn du dich so dieser Ecke näherst, dann gibt es einfach so ein Rotationssymbol, wie du siehst. Und du kannst es aber auch numerisch machen, also sagen wir um 90 Grad drehen. Das lässt sich jederzeit wieder rückgängig machen, entweder mit diesem Befehl oder indem du da nochmals numerisch den Wert änderst. Um wieder das ganze Blatt zu sehen, klickst du auf AutoFit und da mit diesen Zoom-Elementen kannst du dich beliebig an das Objekt nähern oder wieder auszoomen. Übrigens geht das mit der Maus nur sehr bedingt. Ich halte jetzt auf dem Mac die Command-Taste gedrückt, bei Windows wäre es die Control-Taste und so kann man mit dem Mausrad eben auch zoomen.